Die Strecke bleibt der Schwierigkeitsgrad nicht und wir wechseln auch nochmal die Karre und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Trockenheit. Barrichello wieder auf der 1, wahrscheinlich weil er hier 2000 gewonnen hat. Es war auf jeden Fall schön. Es war nicht schön, da Michael Schumacher in der ersten Kurve liegen zu sehen. Aber es hat mich insbesondere für Barrichello einfach gefreut. So ein tolles Rennen. Der Poker dann bei Regen. Die Leistung seinerseits, wie er sich gefreut hat. Barrichello ist ja schon in Ordnung. War einfach schön. Windschatten vom Vordermann. Achtung, nicht zu spät bremsen, so wie in der in Anführungszeichen ersten Folge. Du blöder Arsch, der hat uns angeschoben. Ach so, er wurde angeschoben. Wieder Alonso? Das hat der schon mal gemacht. Nämlich uns, als wir schon jemanden angeschoben haben, eben in dieser besagten ersten Folge des Jahres. Ey, das war echt doof. Spinnt wohl. Jetzt regnet es bestimmt. Nee, Barrichello nur auf der 4. War das coole Schaltgeräusch wieder zu hören. Das war schon knapp. Da drüben. Oh, der Minardi da hin. Da, jetzt fahren hier schon zwei nebeneinander. Das ist doof. Okay. Kommt besser durch als gedacht. Oh, hier ist Slalomfahrt. So. Vorslalom Jaguar. Hui. Der Teamkollege. Wenn das Feld einfach richtig steht, wie man da einfach durchkommen kann. Lass den Irvine in Ruhe. Alonso ist im Rennen. Hat sich schon verbremst. Fahr doch! Jetzt schon ein technisches Problem in Runde 1. Das wäre neuer Rekord für 2000. Ahahaha! Oh! In der Jim Clark-Schikane. Das ist echt nicht seine Ecke. Ah, okay, er wurde angeschoben. Tja, jetzt sieht er mal, wie das ist. Sieht er mal, wie das ist. Boah, der Arrows. Aua. Was macht denn der Bernoldi da? Das, was Alonso gerne macht, wie es denn aushebelt. Oh Mann. Oh, so weit sind wir noch nicht. Ah,
vorbeigebremst. Ich wollte einfach nur nicht in ihn rein, deswegen bin ich da nach rechts. Auch auf die Gefahr hin, dass wir auf der Wiese anbremsen. Vorbeigequetscht. Das war so überhaupt nicht geplant. Weil ich eben was ganz anderes vorhatte. Einfach nur nicht kollidieren. Schaut mal, das wird ein gutes Rennen. Kurve gleich im ersten Anlauf bekommen. Da geht's aber langsam zu. So, hier will ich im ersten sein. Einfach aus Sicherheitsgründen. Aus Kiesbettvermeidungsgründen. Komm, zweiter Gang, ich brauch dich hier. Oh ne, schaut mal hinten, ist jemand, der uns überholen will. Jetzt kriegt der Bennett einen Windschatten, das gefällt mir aber auch nicht. Ach! Oh ne, lass das, kommt! Noch hat er Überschuss, oh Mann, der hat aber viel Überschuss. Maximal spät gebremst, vor ihm geblieben, jawoll! Geil! Kommt er da angeschissen? Mir gar nicht groß zum Fahren. Ich muss ja ständig was angucken. Da war die Hütte zu sehen. Maximal spät gebremst, aber auch maximal Reifen stehen lassen. Na, es geht noch mehr. Ja, man hat gemerkt, allerletzte Rille. Beim Anbremsen sowas von an ihm vorbeigeschossen. Hoverkurbel bekommen, hat gepasst, auch wenn es etwas Gummi gekostet hat. Jetzt halten die Reifen schon aus, in dem Fall die Michelin. Platz 14 vom Team Kollegen. Die beiden Jordan sind zu sehen. Jaguar bin ich durch racing.com oder .com. Schaut mal, ich lern's. Der Wein ist nah dran. Hinten ist ja eher das Eck der Konkurrenz. Die Schikanen und die Geraden sind eher unser Milieu. Hey, merkt man, kommt nämlich der Teamkollege wieder vorbei. Mann. Eine glatte Nullerzeit. 44.000. Oh Mann, der Benetton greift an. Dann mache ich es wie Trulli 2001. Panis, in dem Fall der Hellblauer. Er will nicht. Er muss es dann außen probieren. Der hat einfach Gas rausgenommen. Der Hammel. Der Wein bekommen wir nicht. Wir sind zu weit weg. Aber nach der Ostschikane geht's dann. Könnte man besser machen. Mann, ist der nah dran. Wir
muss den Hintermann einfach nur Hintermann lassen. Hintermann sein lassen. Wenn ich hier meine Spur halte, kommt er nicht vorbei. Und dafür können wir dann wieder auf den Geraden bei den Schikanen Zeit rausholen. Hauptsache hier vorne bleiben, auch wenn wir Zeit verlieren. Sollte ich gar nicht so sehr an meine Grenze gehen. Auf Ass macht die KI ja viel mehr diese Windschattenspiele. Allen voran in Hockenheim, so wie Trulli und Panis, man merkt. Der Teamkollege hat keinen Überschuss, fällt aus dem Windschatten raus und schon verliert er wieder, weil er jetzt eben auch im Wind steht. Das ist so geil. Kein DRS, das ist so gut. Physikkämmer ist ausgeschieden, gucken wir euch mal warum. Weil Feuer, aber nichts auf dem Lenkrad, aber Feuer. Wahrscheinlich hat das Feuer die Lenkradanzeige durchgebrannt. Hier hat er schon Motorschaden, aber ohne Qualm. So, gucken wir nochmal kurz an, wie das ein Gang ist auf den Geraden. Hier Windschatten, oh ja, oh ja, oh ja, überholen, aber jetzt, na, Luftwiderstand. Wird immer langsamer und jetzt, wir gehen auf der Geraden etwas mehr Geschwindigkeit, ziehen wir wieder leicht davon. Dafür verlieren wir auch im technischen Teil, im letzten Sektor. Wenn du in Hockenheim aber zu viel Flügel hast oder einfach den Geraden nicht schnell genug bist, dann hast du echt ein Problem. Weil im letzten Sektor vorbeifahren, ja, sehr schwierig. Höchstens Ausfahrt auf Startziel. Da musst du dich aber auch sehr, sehr gut anstellen. Weil dieses nah dranbleiben, weil mehr Flügel oder einfach da schneller. Du musst halt irgendwo ummünzen und wenn du dann die ganze Zeit dranbleiben kannst, mit mehr Schwung aus der letzten Kurve rauskommst, dann vielleicht eben auf Startziel, auch wenn die eben nicht lang ist. Dann kommen wir da ran im letzten Sektor. Wird aber gleich wieder verschwinden. Wird jetzt schon im Rückspiegel kleiner. Kommen wir die davon noch ein? Ich bin gespannt. Wenn die sich duellieren, dann auf jeden Fall, sage ich jetzt mal so frech. Er war wieder kleiner, aber im letzten Sektor wird er wieder größer. Gibt sich da nicht viel auf den Geraden wieder besser, aber im letzten Sektor kommt er ordentlich ran. Die haben sich duelliert, wir sind näher angekommen. Im letzten Sektor verlieren wir dann doch ganz schön Zeit. Aber unterm Strich sollten wir auf eine Runde noch besser sein als Irvine. Die duellieren sich schon wieder. So, Irvine ganz klein im Rückspiegel. Wir gucken nochmal, wenn ich jetzt gut durch die Ecken komme, wie das auf Station aussieht. Allen voran hier verlieren wir richtig Zeit. Klar, dran ist er nicht, aber er ist schon größer geworden. Dennoch weit genug weg. 42-0, kommt mir bekannt vor aus dem letzten Rennen. Hallo Irvine, fahr vorbei. Nicht rechts. Hab mich aber klar früh genug positioniert. Um zu zeigen, nee du, da ist nichts zum Vorbeifahren. Er schafft's wieder nicht. Ein Glück konnte ich den Wagen fangen. Wir konnten gleich nach dem Dreher weiterfahren. Mann! Ich bin noch zu sehr über die Rundenzeit gefreut. Rechts nein. Hätte ja links vorbeifahren können. Ich hätte nicht nochmal die Linie gewechselt. Das wäre einfach falsch gewesen und verkehrt und gefährlich und was nicht noch alles.
muss für ihn cool ausgesehen haben. Ja, er dreht sich. Nein, er macht dazu. Gar nicht mal so viel Spur gelegt. Schade. Mann. Ja, altbekanntes Problem. Auf der Geraden sind wir besser. Oh, er will es wissen. Heißt, ich muss wieder sehr spät bremsen und bekomme die Schikane nicht. Okay, er ist nach hinten dran. Mann, wir haben uns den Vorderleuten genähert, dann mache ich den Dreher. Mist. 2,6 waren es mal. Ja, jetzt sind die da ganz hinten schon bei der Schikane. Kriegen wir aber noch. Wenn ich es jetzt nicht vermasse. Nicht noch mehr. Vermassen. Gucken, weil er wann steht, deswegen bin ich am Ausscheren gewesen. 5,7. Schon angenehm, wenn man einfach Zeit gewinnt, indem man nur den Pinsel ganz nach unten drückt und geradeaus fährt. Ja. Klar, ist auch irgendwie langweilig, weil Kurvenfahren macht natürlich noch am meisten Spaß. Aber ist ein netter Nebeneffekt, wenn man auf der Geraden einfach so durch Vollgasfahren gewinnen kann. Ist halt bloß blöd, wenn man dann in den Kurven viel zu langsam ist. Ist ja hier nicht der Fall. 5,7 auf Kimi. Kimi, was ist das? Okay. Man hier schon aus der Schikane ausbiegen. Das Kimi Line. Wenn man da einfach mal durchgucken kann. Auch hier. Links durch die Bäume. Achtung, beim letzten Mal auf die Zeit gucke, habe ich mich gedreht. Oh, Kimi abgehauen. Okay. Ist aber ungünstig. Warum hat er das gemacht? War das eine Ausreißerrunde? Ja, da kommen wir nicht ran, auf jeden Fall. Mal wieder etwas später gebremst, das war wieder zu spät. Hm.
Den vierten kommen wir hier überhaupt nicht. Wenn ich es mal drauf anlege, kommen wir bestimmt zu weit raus. Nee, 42,3 auch mal wieder, hatten wir auch schon damals. Bin zu weit rausgekommen. 7,2 Kimi haut ab. Klar, der Sauber sollte auf jeden Fall schneller sein als der Jaguar. Der hat wohl gerade mehr oder weniger Freifahrt. Auch wenn sein Vordermann offenbar nicht so weit weg ist, aber der geht das Tempo mit. Das ist ein Teamkollege. Rennen halt auch gut Schritt. Sind gerade alle anderen schneller als wir? Scheint so, ne? Dann soll ich daran mal was ändern und eine Bestzeit nehmen. Nicht so sehr bei den Randstellen, am Ende gibt es eine schwarze Flagge, das wäre nicht gut. Vierten Gang würde ich hier hinten gar nicht provozieren. Weil wenn wir den mal erreichen, kommen wir wirklich hier zu weit raus, schätze ich. Aber wann kommt der ran? Was ist denn hier los? Klar, im letzten Sektor 42,9. Ist echt nicht gut. Das ist seine Ecke, aber warum bin ich gerade so lahm? Das ist aber auf jeden Fall richtig. Wie mittlerweile auf den meisten Strecken, nicht auf jeder. Monster zum Beispiel. Aber passt schon. Meistens. Haben wir leicht einen Motorschaden oder was ist hier los? So, die Höchstgeschwindigkeit sagen. Höchstgeschwindigkeit schaut gut aus. Vielleicht ist es eine Frage der Beschleunigung, vielleicht ist die nicht mehr so top. Wo das sind die Reifen, die schon ordentlich gequetscht haben. Jetzt mache ich auch noch sowas. Oh Mann. Das freut euch rein, zumal jetzt sein Eck kommt. Konkurrenz weiß, wenn es bei uns qualmt, ist das nicht außergewöhnlich. Wenn aber Kiesstaub aufgewirbelt wird, dann natürlich schon. Dann heißt es, die kommen ran. Der Wein ist voll dran, das ist nicht gut. Wird wieder angreifen wollen, aber er wird halt wieder nicht vorbeikommen, weil, na, kennen wir ja. Windschatten hilft ihm, aber wir müssen da gar nicht große Faxen machen. Hauptsache, er kommt nicht innen an uns ran. Dann kann er stehen, wo er will. Also Motor ist gut, 349 Sachen und das ohne Windschatten. Das passt. Wusstet ihr eigentlich, das kam mal bei der Sendung mit der Maus vor vielen Jahren, dass der, der Windschatten gibt, auch einen kleinen Schub bekommt? Das kam mal bei der Sendung mit der Maus bei Bahnradrennen. Klar, der, der Windschatten bekommt, der ist schneller als ohne. Aber der, der Windschatten gibt, wird auch einen Hauch schneller als würde keiner. Also im Vergleich zu, es hängt keiner in seinem Heck im Windschatten. Das fand ich sehr interessant. Wenn das schon bei solchen schmalen Rädern mit Männlein obendrauf so ist, wie ist denn das denn erst bei so einem Flitzer hier?
uns nicht mehr von Irvine lösen. Er wird zwar auch nicht vorbeikommen, wenn wir keinen Fehler machen, aber schön ist was anderes. Wobei es schon schön ist, wenn der Teamkollege um uns herumfährt. Außer wir fahren ganz hinten rum. So, Irvine kennt das Spiel. Er kommt jetzt wieder nah an uns ran, aber halt nicht vorbei. Das ist so frustrierend. Für ihn. Jetzt kommt er wieder in den Rückspiegel. Ah, nein, nein, nein. Mist, ich hab die Innenbahn freigemacht. Mein Fehler aber. Noch gerettet. Jetzt ist er wieder dran. Ich darf auf keinen Fall die Innenbahn freimachen. Ich dödel. Stell dich nur an den Wind, mach das. Jetzt haben wir eine scheiß Linie, ja klar, aber wir kommen hier sowas von besser raus. Das haben wir schon so oft gesehen, als wir hier jemanden überholen wollten und Schwung rausnehmen mussten, weil wir zu nahe gekommen sind. Ich habe lange nicht mehr auf den Kimi geguckt. Vielleicht ist gar nicht mehr der Kimi vor uns, aber Abstand nach vorne dürfte über 10 Sekunden betragen. Fast 12. Wir fahren gleich noch 2 Runden. Das war schon sehr nah dran. Am 4. Hallo Irvine, na? Der wünscht sich gerade DRS, oder? Ich weiß noch gar nicht, was das ist. Oder wurde das damals schon irgendwo anders eingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier links neben uns ist frei. Passt auf, irgendwann verkacke ich es nochmal beim Anbremsen, dann kommt er vorbei. Nee, das wäre nicht gut. Muss ähnlich wie Trulli gegen Panis gewesen sein. Dieses, oh Mann, ich komme auf der Gerade nicht vorbei, Mann. Genau dieses Gefühl erlebt gerade Irvine. Okay, Konzentration, letzte Runde nochmal alles auf Bestzeit setzen. Ohne die Position zu verlieren. Das ist das Ziel. Mit Irvine im Nacken, Zufahrt auf Kurve 1 wird schwierig. Also wenn man da auf Bestzeit gehen will. Wie früh der direkt dran ist. So früh war der noch nie dran, aber sein Problem ist einfach, er ist im Wind zu steil angestellt. Auch wenn ich auf Rundenzeit gehen will, ich bleibe hier innen. Wenn ich da jetzt nach links gefahren wäre, hätte er ihn angegriffen, das hätte uns welche Position gekostet. Dann wird das hier keine Bestzeit für die Positionssicherung. Mein Gedanke war jetzt eben wieder, komm, er ist im Rückspiegel zu sehen, fahr wieder nach links auf die Ideallinie, aber dann setzt er ihn an. Nee. 14,5. In der letzten Runde nochmal eine Bestzeit gedreht, 39,3. Ich meine, ich habe keine 41er hinbekommen. Hab zumindest nichts dergleichen wahrgenommen. Wer fährt eine 39er? Wir können mal kurz gucken.
Am Ende dieser Geraden. Er wird nicht allzu weit weg sein. Eigentlich muss man irgendwo auf der Mitte der Geraden mal gucken, was für eine Geschwindigkeit wir beide haben. Also erstmal am Ende der Gerade. 338, ne? Ja. Hintermann? Oh, nur 332. Na, 333, ne? Ja. Irgendeine markante Stelle hier, wo wir mal vergleichen könnten. Wenn man Mobil 1 nicht mehr sieht, nee. Das hier nicht mehr sieht, 319. Mobil 1 vor dem ersten Meterschild. 319 bei ihm. oder 23 sogar. Nein, du warst jetzt am Ende schneller, aber bist hinter uns ins Ziel gekommen. Schnappen wir uns den Kimi noch, den kriegen wir noch. Bestimmt. Fast 17 Sekunden. Blub, blaue Flagge. Blub, blaue Flagge. Blub, grüne Flagge. Blub, blaue Flagge. Hier geht's ja ab. Oh, den sauber nicht mehr angestupst, schade. Bönk. Niemand ist gestorben. Ich glaube, uns der Motor ausgegangen, das war zu viel Überschuss. Mit dem, ja, wieder in den Jordan rein sind, unser Motor ist abgestorben. Dem fehlen zwei Räder, aber der Seitenkasten ist noch dran. Die Spur da, die wir ziehen. Ui, wie knapp. Ist der auch ausgewichen wie in der ersten Folge dieses Jahres? Ja, er hat das kommen sehen. Krass. Er hat darauf reagiert. Er hat es kommen sehen im Rückspiegel. Er zuckt mit dem Lenkrad. Zack. Oh, doch kein Rad verloren. Er kann sogar weiterfahren. Der Motor ist angeblieben. Er hat mit unserer Nase seine Nase berührt. Das muss man erstmal schaffen. Nee? Motor noch an. Okay, klang anders. Hallo. Leider noch schwarze Flagge. Oh nein, da will man uns zurückhalten. Mit Rennen beendet. Vor weiteren Schandtaten. Ach. Oh, die beiden Ferrari recht eng beisammen. Oh, die beiden Team, nicht Teamkollegen, aber auch eng zusammen. Wo ist hier die Musik? Jetzt kommt sie. Ja, die beiden Jaguar auch eng zusammen. Ölverlust bei Giancarlo Fisichella. Wir waren da auch hinter uns, aber hier 13. Absolut 42-0. Ja. 42-3 hatten wir auch schon mehrmals. Nun gut, Hockenheim Ass wird notiert und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.